Und mir ist warm, weil diese Jacke ist warm, aber ich finde, die sieht irgendwie cool aus. Deswegen muss ich sie gerade anbehalten. Ja. Nein. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute reden wir darüber, wie man es schafft, weniger am Handy zu sein. Ich glaube, gerade jetzt ist bei uns allen die Bildschirmzeit etwas nach oben gegangen. Bei mir liegt sie momentan bei 9 Stunden. Wenn man überlegt, es ist extrem viel. Ich meine, klar, es gibt Leute, die haben noch viel mehr in einem Tag, so 15 Stunden, aber wenn man überlegt, ich hänge 9 Stunden an meinem Handy, das kann nicht wahr sein eigentlich. Das ist eigentlich nicht normal. Was mache ich da eigentlich die ganze Zeit? Und heute ist das Thema, wie schaffe ich es, weniger am Handy zu sein und was mache ich stattdessen? Und ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video. Okay, also die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum sind wir eigentlich am Handy? Also was ist die Sache, die dich am Handy hält und was ist sozusagen deine Ablenkung? Und ich denke mal, dass die häufigste Ursache irgendwie dieses Binge-Watching ist. Das heißt, man ist oft bei Instagram, guckt uns diese ganzen Stories an und binge-watcht da immer durch, swipe durch und findet gar kein Ende. Und das ist halt die Sache, du musst genau wissen, was ist deine Ablenkung und dann musst du diese Ablenkung eliminieren. Wenn es jetzt zum Beispiel Instagram wäre, kannst du dir bei Instagram einen Timer stellen, dass du nur eine bestimmte Zeit da sein kannst. Du kannst diese App löschen, du kannst bestimmte Apps einfach löschen. Der Punkt ist einfach, dass du deine Ablenkungen beseitigst. Mein größtes Hindernis ist, glaube ich, auch die Instagram-Story. Das heißt, ich gehe mal so auf Instagram rauf und dann, keine Ahnung, eigentlich möchte ich da gar nicht gucken, aber dann sind da irgendwie so ein paar Sachen, dann gehe ich immer rauf und keine Ahnung was. Und ich habe ein Experiment gestartet seit heute Morgen. Ich hatte nämlich vorher immer Instagram ganz rechts, das habe ich halt so getauscht mit Spotify. Und ich bin tatsächlich jetzt heute schon einige Male auf Spotify gegangen, weil ich eigentlich auf Instagram gehen wollte, so... Gott, hab ich gerade erschrocken. Und so richtig schon automatisch bin ich einfach auf diese App aufgegangen, weil ich dachte, da ist Instagram drauf und swipe dann da immer durch. Es war ein erschreckendes Erlebnis. Nachdem wir uns gefragt haben, was machen wir eigentlich am Handy, ist die nächste Frage, warum bist du eigentlich am Handy? Und dann musst du deine Antwort einfach mal analysieren. Falls deine Antwort ist, du hast Langeweile, was machst du sonst, kannst du das ja angreifen. Das heißt, Langeweile, okay, was mache ich gegen Langeweile? Das muss ja nicht so am Handy sein. Also wenn du Langeweile hast, guck dir am besten meine Videos an, Tipps gegen Langeweile. Ich habe schon mehrere Videos darüber gemacht, was man gegen Langeweile machen kann. Ich habe schon produktive Ideen, ich habe schon Selfcare-Ideen, ich habe lustige Ideen, ich habe alle Ideen, die ihr euch nur wünschen könnt, habe ich hier einmal aufgelistet. Tipps gegen Langeweile, schaut es euch an. Falls etwas anderes ist, falls eure Sache ist, du bist am Handy, weil... Warum ist man sonst am Handy? Das ist eigentlich eine richtig gute Frage. Warum ist man am Handy? Vielleicht, weil du dich einsam fühlst. Aber dann kannst du auch was mit deiner Familie machen vielleicht, jetzt gerade Quarantäne. Oder was mit deinen Freunden machen, wenn du nicht gerade Quarantäne bist. Ja, du musst einfach deinen Trigger finden. Warum bist du am Handy? Und diesen Trigger bearbeiten. Die nächste Sache ist ziemlich offensichtlich und doch simpel. Und zwar ist es, einen Timer für Social Media zu stellen. Man kann zumindest... Warum mähen Leute immer den Rasen oder backen oder machen Kaffee immer, wenn ich ein Video drehe? Hört ihr das? Das kann ja nicht wahr sein. Okay, machen wir jetzt trotzdem weiter. Damit müssen wir auch mal leben. Man kann nicht alles haben. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man sich zum Beispiel bei Apple einen Timer stellen kann für bestimmte Teilbereiche in seinem Leben. Na okay, aber in seinem Handy. Es gibt zum Beispiel Entertainment, Social Media, Gaming, Education und so weiter. Und dann kannst du dir zum Beispiel Gaming blockieren für 2 Stunden am Tag oder 1 Stunde am Tag, dass du nur 1 Stunde am Tag auf die Gaming-Apps kannst. Oder du kannst ja auch bestimmte... Warum bin ich nicht fokussiert? Bin ich fokussiert? Ich sehe das gerade gar nicht. Wir müssen uns beeilen, es hat gerade aufgehört. Okay, also du kannst dir bestimmte Apps blocken. Du kannst auch zum Beispiel Instagram blocken für 1 Stunde. Ich zeige das mal ganz kurz. Also man geht hier auf Screen Time, dann geht man auf App Limits und dann kannst du die Apps limitieren. Easy. Ich habe zum Beispiel für Instagram und Snapchat 1 Stunde am Tag. Das heißt, ich darf generell auf Instagram und Snapchat zusammen addiert nur maximal 1 Stunde am Tag sein. Und dann kriege ich halt so eine Nachricht, hey, du bist zu lange auf Instagram, du kannst da nicht mehr raufgehen. Ich drücke es dann meistens weg, was nicht gut ist. Ja. Die nächste Sache ist, wenn du zu deinem Handy greifen willst, jedes Mal zählst du bis 5. Das heißt, du siehst dein Handy, denkst du so, ich würde da gerne rangehen, dann merkst du so 1, 2, 3, 4, 5. Und dann greifst du es, weil ich glaube, dann hast du so eine Achtsamkeit im Spiel. Und dann denkst du dir vielleicht so, was bedeutet das gerade wirklich ans Handy zu gehen? Dann brauchst du es gerade wirklich und du denkst darüber nach, es ist eine achtsame und bewusste Entscheidung. Gehe ich jetzt ans Handy oder gehe ich nicht ans Handy? Und dann passiert das nicht so automatisch wie bei mir mit Instagram. Ich glaube, ich mache es mal mit Instagram. Ich zähle bis 5 und gehe dann auf Instagram. Das ist eine gute Idee, ja. Danke, Emmy, es war sehr weise von dir.
Und letzte Sache ist auch ziemlich basic. Und zwar ist es, morgens nicht ans Handy zu gehen. Morgens kannst du noch bewusster und noch mehr Entscheidungen treffen, da dein präfrontaler Kortex, der für deine Entscheidungen zuständig ist, noch nicht so müde ist. Sagen wir es einfach so. Und da hast du die Entscheidung, hey, gehe ich ans Handy oder gehe ich nicht ans Handy? Und sei stark, weil die ersten Minuten oder deine Morgenroutine oder generell dein Morgen entscheidet über den restlichen Tag, über dein Mindset, über deine Einstellung, über dein Tag einfach. Und wenn du dich da schon gegen die digitale Welt entscheidest, ist es ein Schritt in die richtige Richtung und sehr empfehlenswert. Okay, das war's jetzt heute von mir. Hab noch einen schönen Tag. Schaut gerne mal morgen wieder bei meinem Kanal vorbei, da ich momentan jeden Tag ein Video hochlade. Und ich sage, sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video von mir. Bleibt fröhlich und gesund und wir sehen uns morgen wieder. Bye!